Weiter im Text. Zuerst mal ist wohl jedem von euch klar, dass für die Verbundwahrscheinlichkeit die Reihenfolge der Ereignisse, die die Schnittmenge bilden, keine Rolle spielt. Ob ich zuerst A nehme und damit B schneide oder zuerst B nehme und damit A schneide, ist Jacke wie Hose. Die Schnittmenge ist immer genau dieser Bereich hier. Wenn wir uns also die Formel für die bedingte Wahrscheinlichkeit zweier Ereignisse A und B anschauen, dann steht hier im Zähler immer dieselbe Zahl, nämlich die Verbundwahrscheinlichkeit von A und B. Damit können wir die Formel für die bedingte Wahrscheinlichkeit umformen. Umformen, indem wir die Grundwahrscheinlichkeit im Nenner auf die andere Seite bringen. Wir schieben also hier die Grundwahrscheinlichkeit P von A auf die andere Seite und erhalten damit eine Berechnungsvorschrift für die Verbundwahrscheinlichkeit von A geschnitten B. Was hilft uns das? Naja, so theoretisch wie das hier steht, erstmal noch nicht so viel. Aber in der Praxis ist das ein super bedeutsamer Zusammenhang. Das werden wir in ein paar Minuten noch mehrmals sehen. Aber zuerst mal sagt uns diese Umformung hier nur eines. Dass wir die Verbundwahrscheinlichkeit von zwei Ereignissen gar nicht direkt kennen müssen. Wenn uns irgendjemand eine bedingte Wahrscheinlichkeit nennt und auch noch die zugehörige Grundwahrscheinlichkeit, dann können wir aus diesen beiden Angaben die unbedingte Verbundwahrscheinlichkeit zurückrechnen. Totaler Quark, könnt ihr jetzt gerne sagen, wo braucht man das denn? Wartet mal ab. Jedenfalls erstmal weiter auf der Seite hier. Es ist klar, dass diese Beziehung nicht nur für die bedingte Wahrscheinlichkeit von B gegeben A gilt, sondern auch für A gegeben B. Weil das hier, ohne dass wir das schon entsprechend würdigen können, eine extrem wichtige mathematische Beziehung ist, hat sie sogar einen Namen bekommen. Man nennt sie nämlich den Multiplikationssatz. Merken wir uns kurz, brauchen wir nämlich gleich noch. Mit dem Multiplikationssatz alleine, da können wir so für sich genommen noch gar nicht so viel anfangen. Er spielt aber eine gewaltige Rolle in zwei verschiedenen Kontexten. Und einen davon schauen wir uns jetzt an. Der Multiplikationssatz führt nämlich auf ein in der empirischen Forschung und auch in der Anwendungspraxis enorm wichtiges Konzept. Dieses Konzept nennt sich stochastische Unabhängigkeit. Was ist das? Na, ich habe hier eine Streichholzschachtel. Und in dieser Streichholzschachtel, da sind noch genau 10 Streichhölzer. Allerdings sind 7 dieser 10 Streichhölzer schon abgebrannt. Nur 3 sind noch funktionsfähig. Mit Laplace, da können wir jetzt ungefähr abschätzen, wie wahrscheinlich es ist, dass, wenn ich einmal zufällig aus dieser Packung ziehe, ich dabei ein brennbares Streichholz erwische. 3 funktionstüchtige von insgesamt 10 Streichhölzern macht eine Wahrscheinlichkeit von 3/10. Die Gegenwahrscheinlichkeit, also 1 minus 3/10, 7/10, das ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich ein nicht mehr brennbares Streichholz ziehe. Zusätzlich habe ich hier noch einen Würfel. Und angenommen, das ist ein fairer Würfel, dann können wir mit Laplace bestimmen, wie wahrscheinlich jede seiner Seiten ist. Nämlich gleich wahrscheinlich, also genau 1/6. Und schließlich habe ich hier noch eine Münze. Und ebenfalls mit Laplace können wir, wenn wir das Ereignis Seite mal so ein bisschen außer Acht lassen, sagen, dass jede der beiden Seiten dieser Münze bei einem einfachen Münzwurf etwa eine Wahrscheinlichkeit von 1,5 oder 0,5 oder von mir aus auf 50% hat. Und jetzt biete ich euch eine Wette an. Ich sage, ihr gewinnt diese Wette, wenn ihr einmal aus der Streichholzschachtel zieht und dabei ein brennbares Streichholz erwischt. Und wenn ihr einmal würfelt und dabei die 1 erwischt. Und wenn ihr einmal diese Münze werft und diese Münze dann Kopf zeigt. Was gewinnt er? Diese Streichholzschachtel hier. Aber wie wahrscheinlich ist denn das? Wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich meine Streichholzschachtel abgeben muss, weil ihr gewinnt? Kann man das ausrechnen? Ja, man kann. Und zwar mit Hilfe der stochastischen Unabhängigkeit. Der Multiplikationssatz hilft uns nun dabei, diese Frage zu beantworten. Zunächst aber müssen wir festlegen, was stochastische Unabhängigkeit eigentlich bedeutet. Ah, das ist wieder so ein Wortungetüm, stochastische Unabhängigkeit. Aber das Konzept dahinter ist zum Glück ganz einfach. Wir haben hier wieder meinen Würfel. Die Wahrscheinlichkeit für, sagen wir, die Zahl 1, die ist 1/6. Aber angenommen von meinem tatsächlichen Würfelwurf, da ziehe ich hier aus dieser Packung ein Streichholz. Und angenommen, ich habe so viel Pech,
dass ich ein nicht brennbares gezogen habe. Und jetzt erst würfel ich. Mit welcher Wahrscheinlichkeit würfel ich denn jetzt die 1? Ziemlich bescheuerte Frage. Natürlich wieder mit einem Sechstel. Und genau das ist stochastische Unabhängigkeit. Die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis, ich würfle eine 1, die hängt nicht davon ab, ob das Ereignis ein funktionsfähiges oder ein nicht funktionsfähiges Streichholz wurde gezogen, vorher bereits eingetreten ist. Das Ziehen eines Streichholzes aus der Packung und das Würfeln dieses Würfels sind vollkommen unabhängig voneinander. Eben stochastisch unabhängig. Etwas formaler schreibt man das so. Zwei Ereignisse, A und B, sind stochastisch unabhängig, wenn die Wahrscheinlichkeit für B nicht davon abhängt, ob das Ereignis A bereits eingetreten ist. Moment, die letzte Formulierung, das kennen wir doch schon. Das klingt doch fast wie die bedingte Wahrscheinlichkeit. Exakt. Und so ist ganz formal stochastische Unabhängigkeit des Ereignisses B vom Ereignis A genau dann gegeben, wenn die Grundwahrscheinlichkeit des Ereignisses B identisch ist mit der bedingten Wahrscheinlichkeit des Ereignisses B gegeben A. Das Ereignis A, das kann also machen, was es will. Die Wahrscheinlichkeit von B ist völlig unbeeindruckt. Meinem Würfel hier ist völlig egal, was die Streichholzschachtel macht. Wenn wir nun die linke Seite dieser Gleichung hier, also das P von B, in den Multiplikationssatz einsetzen, den wir gerade gesehen haben, dann steht dort plötzlich, dass die Verbundwahrscheinlichkeit zweier Ereignisse gleich dem Produkt der Grundwahrscheinlichkeiten dieser Ereignisse ist. Okay, was heißt das jetzt für unsere Wette? Also, ihr gewinnt, und zwar diese geile Streichholzpackung, wenn ihr das funktionierende Streichholz zieht und die 1 würfelt und auf meiner Münze auch noch Kopf werft. Wenn ich nun annehmen darf, dass meine drei Ereignisse Streichholz, Würfelseite und Münzseite stochastisch unabhängig sind, dann darf ich die Wahrscheinlichkeiten einfach multiplizieren. Die Verbundwahrscheinlichkeit P von Streichholz funktioniert und Würfel gleich 1 und Münze zeigt Kopf ist demnach 3/10 mal 1/6 mal 1/2, also insgesamt 0,025. Ihr gewinnt also in 2,5% aller Versuche diese Streichholzschachtel samt Inhalt. Lohnt sich nicht wirklich, oder? Aber das sagt uns der Multiplikationssatz für stochastisch unabhängige Ereignisse. Wohlgemerkt, das gilt nur für stochastisch unabhängige Ereignisse, nicht für abhängige. Wir haben hier die Ziehung der Lottozahlen vom Mittwoch. Die erste gezogene Zahl ist die 10. Insgesamt sind 49 Kugeln in der Trommel. Also wäre die Wahrscheinlichkeit für die 10 nach Laplace, P von 10, gleich 1/49. Jetzt kommt die zweite Kugel. Das ist die 40. Diese beiden Ziehungen sind stochastisch unabhängig. Oder nicht? Die zweite Ziehung, die hat doch mit der ersten nichts zu tun, sonst wäre es doch kein Zufall mehr, oder? Oh, das stimmt überhaupt nicht. Die zweite Ziehung, die hat mit der ersten sogar eine ganze Menge zu tun. Bei der zweiten Ziehung nämlich, da sind nur noch 48 Kugeln in der Lostrommel, nicht mehr 49. Die 10, die kann gar nicht mehr gezogen werden, weil sie schon gezogen worden ist. Im Grundzustand, also wenn noch 49 Kugeln in der Trommel sind, dann wissen wir, dass die Wahrscheinlichkeit P von 40 1/49 sein muss. Also ist die Wahrscheinlichkeit P von 10 identisch mit der Wahrscheinlichkeit P von 40, aber nur im Grundzustand der Trommel, wenn noch alle Kugeln drin sind. Wenn wir aber wissen, dass schon eine 10 gezogen worden ist, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für eine 40, und zwar von 1/49 auf 1/48. P von 40 gegeben 10 ist also 1/48. Bedingte und Grundwahrscheinlichkeit für die Zahl 40 sind also beim Lotto nicht mehr gleich. Also sind die Ergebnisse 10 und 40 auch nicht stochastisch unabhängig. Ich dürfte also nicht P von 10 und 40 gleich 1/49 mal 1/49 schreiben. Und das beim Lotto, meine Güte.
dass sich der Multiplikationssatz für stochastisch unabhängige Ereignisse beliebig erweitern lässt. Das haben wir vorhin im Streichholzbeispiel schon gesehen. Wir müssen nicht bei nur zwei Ereignissen bleiben. Wir haben gerade schon drei benutzt. Und wir können genauso fragen, wie wahrscheinlich es ist, dass vier Ereignisse gemeinsam eintreten oder fünf oder beliebig viele. Die resultierende Verbundwahrscheinlichkeit, die können wir ganz einfach berechnen, indem wir die einzelnen Wahrscheinlichkeiten durchmultiplizieren. Aber nur dann, wenn die Ereignisse stochastisch unabhängig sind. Übrigens, die stochastische Unabhängigkeit hat mit Disjunktheit nichts, aber auch gar nichts zu tun. Oder wenigstens nichts, das wir intuitiv erwarten würden. Intuitiv nämlich, da würde man wahrscheinlich vermuten, dass disjunkte Ereignisse, also solche, die gar nichts miteinander zu tun haben, weil sie keine Schnittmenge haben, stochastisch auch unabhängig sein müssen. Müssen sie aber nicht. Und warum? Ja, fragen wir mal John Venn. Diese beiden Ereignisse hier, A und B, die sind ganz offensichtlich disjunkt. Sie haben keine Schnittmenge, keinen Überlappungsbereich. Aber sind sie auch stochastisch unabhängig? Natürlich nicht. Denn das ist genauso wie gerade beim Lotto. Wenn A eingetreten ist, dann kann B gar nicht mehr eintreten. Die bedingte Wahrscheinlichkeit P von B gegeben A, das ist die Verbundwahrscheinlichkeit P von A und B geteilt durch die Grundwahrscheinlichkeit von A. So, die Verbundwahrscheinlichkeit hier oben im Zähler, nämlich dass A und B gemeinsam eintreten, die ist 0. Die können nicht gemeinsam eintreten. Ihre Schnittmenge war die leere Menge. Und deren Wahrscheinlichkeit ist 0. 0 durch irgendwas bleibt 0. Und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit von B mit Sicherheit nicht mehr gleich der bedingten Wahrscheinlichkeit P von B gegeben A. Und damit sind diese disjunkten Ereignisse A und B keinesfalls stochastisch unabhängig. Auch das Gegenteil muss nun nicht stimmen. Stochastisch unabhängige Ereignisse müssen nicht disjunkt sein. Man stelle sich nicht mal nur einen, sondern zwei Würfelwürfe vor. Beide Würfel, die mögen jetzt mal die 6 zeigen. Diese beiden Ereignisse sind mit Sicherheit nicht disjunkt, also wechselseitig ausschließend. Ganz im Gegenteil, sie sind sogar gleich. Stochastisch unabhängig sollten sie aber wohl sein. Die Wahrscheinlichkeiten beim Wurf von Würfel 1 und von Würfel 2, die sollten nicht voneinander abhängen. Dieser Würfel sollte nicht den beeinflussen und genauso wenig der hier den. Und das dürfte zutreffen. Meine Studis, die fragen an dieser Stelle immer, ja Malte, aber wann sind denn Ereignisse stochastisch unabhängig? Gibt es da Kriterien oder Regeln, nach denen man das entscheiden kann? Und jetzt kann ich endlich mal wieder meine Lieblingsantwort geben. Es kommt drauf an. Stochastische Unabhängigkeit muss immer theoretisch begründet werden. Und sie kann kaum praktisch geprüft werden. Dass zwei Würfelwürfe stochastisch unabhängig sind, das sollte so sein. Wenn ich diesen Stift hier zweimal fallen lasse und dann beobachte, in welche Himmelsrichtung er beim Fallenlassen zeigt, dann sollten diese beiden Versuche wahrscheinlich stochastisch unabhängig sein. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht neige ich ja dazu, den Stift beim zweiten Versuch immer in dieselbe Richtung zu halten wie beim ersten Versuch. Und vielleicht wird es dadurch wahrscheinlicher, dass ich beim Fallenlassen dasselbe Ergebnis finde. Man weiß es nicht. Und deshalb muss stochastische Unabhängigkeit von demjenigen gut begründet werden, der sie annehmen will. Erst dann nämlich kommt man in den Genuss des Multiplikationssatzes. Für stochastische Unabhängigkeit, da kann man jetzt aus den Kolmogorov-Axiomen so ein paar allgemeine Regeln herleiten. Aber wir sparen uns diese Herleitungen, denn die Aussagen, die wir mit diesen Herleitungen gewinnen, die sind einfach und erscheinen fast trivial. Wenn wir nämlich gezeigt haben, dass das Ereignis A von B stochastisch unabhängig ist, dann ist es auch das Ereignis B von A. Ja, das klingt logisch. Und dann sind es auch die Gegenereignisse nicht A und nicht B, nämlich stochastisch unabhängig. Und schließlich sind auch alle Kombinationen, die man aus A und nicht A und nicht B machen kann, stochastisch unabhängig. Die einfache Merkregel hier lautet, wenn A und B stochastisch unabhängig sind, dann ist alles stochastisch unabhängig, was man aus A und B und deren Gegenereignissen so machen kann. Mit dem Multiplikationssatz, da kann man nur so einiges anstellen. Und
unter anderem etwas, das sich erst einmal völlig abstrakt anhört. Aber beim Satz von Bayes, ihr erinnert euch, der Schwangerschaftstest, und zu dem kommen wir gleich, neues versprochen, was jedenfalls beim Satz von Bayes enorm wichtig wird. Deshalb mal wieder, bleib bei mir, ist gleich vorbei. Aber wir müssen ein bisschen Formalzeug machen. Und wir nehmen jetzt mal an, wir haben hier ein Ereignis A, das in viele disjunkte Teilereignisse von A1 bis AK zerfällt. Diese sollen mal die Tortenstücke hier sein. Und das alles zusammen, also die gesamte graue Fläche, die ist dann eben das Ereignis A. Das Ereignis A, das ist also A1 plus A2 plus A3 und so weiter und so fort plus AK. Wir wissen schon seit dem Additionssatz von Kolmogorov, wie wir an die Wahrscheinlichkeit P von A herankommen. Wir dürfen nämlich die Einzelwahrscheinlichkeiten der Teilereignisse einfach addieren. Also ist die Wahrscheinlichkeit P von A, die wir vielleicht nicht kennen, gleich P vom ersten Tortenstück plus P vom zweiten Tortenstück und so weiter. Was aber, wenn wir auch die Wahrscheinlichkeiten dieser Tortenstücke A1 bis AK nicht kennen? Nun, vielleicht kennen wir ja etwas anderes. Nehmen wir also weiter an, dass ein zweites Ereignis B ebenfalls aus den disjunkten Teilereignissen B1, B2, B3 und so weiter bis BK besteht. Und nehmen wir noch weiter an, dass B1 immer mit A1 auftritt und B2 immer mit A2 und B3 immer mit A3 und so weiter. Dann haben wir plötzlich keine einfachen Ereignisse A1, A2 mehr, sondern Schnittmengen von A und B. Die grauen Tortenstücke hier sind dann nämlich auf einmal eben nicht mehr nur Teilereignisse, sondern sie sind Schnittmengen. Das gesamte Ereignis A, das besteht damit aus einer Reihe von Schnittmengen. Ja toll, und jetzt? Naja, das hier, das können wir wieder in den erweiterten Additionssatz von Kolmogorov einsetzen und bekommen diese Formel für die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A. Das mag uns helfen, aber vielleicht auch nicht. Denn was ist, wenn wir die Verbundwahrscheinlichkeiten hier überhaupt nicht kennen? Jetzt endlich kommt uns der Multiplikationssatz zu Hilfe, indem wir nämlich die Verbundwahrscheinlichkeiten in dieser Formel hier ersetzen. Und zwar ersetzen durch den Multiplikationssatz, nämlich die Produkte aus Grund- und bedingter Wahrscheinlichkeit. Und das soll jetzt helfen. Warum sollte man denn die hier kennen und die Verbundwahrscheinlichkeit nicht? Oh, das kommt weit häufiger vor, als man denkt. Aber dem begegnen wir erst bei Bayes wieder. Der kommt gleich noch. Zuerst mal wollen wir uns eine ganz klasse Darstellung anschauen, mit der man Additions- und Multiplikationssatz astrein veranschaulichen kann. Man verliert sich nämlich schnell in dem Wirrwarr aus Ereignissen, bedingten Wahrscheinlichkeiten, Grundwahrscheinlichkeiten, Verbundwahrscheinlichkeiten und so weiter. Das habt ihr wahrscheinlich schon festgestellt. Die Darstellung, die ich meine, die heißt Wahrscheinlichkeitsbaum. Der Wahrscheinlichkeitsbaum, der braucht Ereignisse. Sagen wir für unser Beispiel mal A und B. Beide mögen aus mehreren Teilereignissen bestehen. Machen wir es wieder etwas konkreter. Wir setzen uns in ein italienisches Restaurant und beobachten für jeden Gast, ob er Pizza, Pasta oder sonst was bestellt. Das ist unser Ereignis A, Essensbestellung. Und das besteht aus den drei Teilereignissen Pizza, Pasta und Sonstiges. Das Ereignis B, das ist nun ganz einfach das Geschlecht des Gastes. Und es besteht dementsprechend aus den Teilereignissen Frau und Mann. Machen wir uns das erstmal ganz kurz am Venn-Diagramm klar. Das hier ist unser Stichprobenraum, also alle Personen, die wir in unserem Restaurant beobachtet haben. Das Ereignis A, Bestellung, das teilt diesen Stichprobenraum nun in drei Teilereignisse, nämlich Pizza, Pasta und Sonstiges. Auch das Ereignis B teilt den Stichprobenraum mit allen Personen auf, und zwar in Männer und Frauen. Das ist Partitionierung, unser alter Kollege Partitionierung. In dieses Venn-Diagramm allerdings auch noch Wahrscheinlichkeiten einzuzeichnen, oh, das dürfte mühselig werden und ganz schnell unübersichtlich. Deshalb nehmen wir lieber den Wahrscheinlichkeitsbaum. Der Wahrscheinlichkeitsbaum beginnt immer ganz allgemein beim Stichprobenraum Omega. Und von da an geht's los. Wir müssen uns zunächst entscheiden, womit wir anfangen. Sagen wir hier mal mit dem Ereignis A, dem bestellten Gericht. Es gibt also drei Verzweigungen im Stichprobenraum für die drei Teilereignisse von A. A1 gleich Pizza, A2 gleich Pasta und A3 gleich Sonstiges. Diese Teilereignisse
stehen hier am Ende der drei Verzweigungen. An die Linien, da können wir jetzt noch die Grundwahrscheinlichkeiten schreiben, mit denen jedes Teilereignis von A auftritt. Das heißt, P von A1, P von A2 und P von A3. Ganz wichtig, diese Verzweigungen hier, die sollen immer vollständig sein. Was heißt das? Vollständig heißt hier, sie sollen den ganzen Stichprobenraum abdecken. Wenn wir alle Pizza, Pasta und sonstiges Esser verzeichnet haben, dann muss das der gesamte Stichprobenraum sein. Entsprechend müssen sich die Grundwahrscheinlichkeiten an diesen Verzweigungen zu 1 addieren. Es darf niemand übrig bleiben und deshalb müssen wir hier den ganzen Stichprobenraum in die drei Kategorien einsortieren können. Dazu zeichnen wir nun noch das Ereignis B ein, bei uns das Geschlecht des Gastes mit 2 Teilereignissen. Von jedem Teilereignis von A zeichnen wir jetzt 2 weitere Verzweigungen für die beiden Teilereignisse von B. Aber Moment, welche Elemente im Stichprobenraum sind denn jetzt zum Beispiel diese hier hinten? Ganz einfach, das sind die Frauen unter den Pizzabestellern. Also diejenigen, für die das Ereignis Pizza und Frau zutrifft. Und jetzt ist es einfach. Dann nämlich sind das hier die Männer unter den Pizzaessern. Das hier sind die Frauen unter den Pastaessern, das sind die Männer unter den Pastaessern und so weiter. Welche Wahrscheinlichkeiten schreiben wir denn aber jetzt an diese Verzweigungen hier? Mit Sicherheit sind das nicht mehr die Grundwahrscheinlichkeiten für B, also für Frauen und Männer. Denn das hier oben, das sind ja nicht mehr alle Frauen oder alle Männer, sondern nur noch alle Frauen unter den Pizzaessern und alle Männer unter den Pizzaessern. Konsequenterweise schreibt man also an die Verzweigung dieser zweiten Ebene hier nicht mehr die Grundwahrscheinlichkeiten, sondern die bedingten Wahrscheinlichkeiten von B gegeben A. Wieder übrigens sollen die Verzweigungen hier vollständig sein. Es darf also auch auf der zweiten Ebene niemand übrig bleiben. Deshalb müssen sich die Wahrscheinlichkeiten für jeden Abzweig hier zu 1 addieren. Alle pizzaessenden Frauen und alle pizzaessenden Männer müssen zusammen alle Pizzaesser sein. Da darf niemand überbleiben. Alle pastaessenden Frauen und alle pastaessenden Männer müssen zusammen alle Pastaesser sein. Und dasselbe gilt für diejenigen, die irgendwas anderes bestellt haben. Hier ganz hinten nun, da schreibt man schließlich oft noch die Verbundwahrscheinlichkeiten auf. Aber Moment, wie kommt man denn jetzt an die Verbundwahrscheinlichkeiten hier ran? Multiplikationssatz ist das Zauberwort. Wir haben gesagt, dass bedingte Wahrscheinlichkeit mal zugehörige Grundwahrscheinlichkeit die Verbundwahrscheinlichkeit ist. Also können wir die Verzweigungen hier einfach durchmultiplizieren. Mit Hilfe des Multiplikationssatzes. Und kommen so auf die entsprechenden Verbundwahrscheinlichkeiten. Wenn der Wahrscheinlichkeitsraum bis hierher vollständig war, dann müssen in diesen Schnittmengen, also in diesen Verbundwahrscheinlichkeiten hier hinten, wieder alle Elemente des Stichprobenraums stecken. Es darf niemand übrig bleiben, der in keine der Schnittmengen hier fällt. Deshalb müssen sich auch alle Verbundwahrscheinlichkeiten hier hinten wieder zu 1 addieren. So, und jetzt frage ich euch, ja, aber wie wahrscheinlich ist denn jetzt das Ereignis Frau? Also, dass ein von uns beobachteter Gast weiblich ist. Das steht hier in diesem Wahrscheinlichkeitsbaum überhaupt gar nicht drin. Und unter Umständen haben wir diese Angabe gar nicht. Können wir sie ausrechnen? Ja, können wir. Und zwar mit dem Satz der totalen Wahrscheinlichkeit. Hier brauchen wir endlich einen ganz konkreten Beispiel. Wir wissen nämlich, dass die pizzaessenden Frauen die pastaessenden Frauen und die sonstiges essenden Frauen zusammen alle Frauen sein müssen. Deswegen können wir diese Verbundwahrscheinlichkeiten hier hinten addieren. Und wie kamen wir an die Verbundwahrscheinlichkeiten? Genau, über den Multiplikationssatz. Und damit ergibt sich hier hinten genau der Satz der totalen Wahrscheinlichkeit. Wir kennen die Verbundwahrscheinlichkeiten nicht, wir können sie aber ausrechnen. Und wenn wir die Berechnungsformel da eintragen, dann ist das der Satz der totalen Wahrscheinlichkeiten. Den Wahrscheinlichkeitsbaum, den hätten wir auch andersherum zeichnen können, indem wir nämlich mit B angefangen hätten. Die erste Ebene der Verzweigung, die hätte also B1 und B2 dargestellt. Die zweite Ebene dann für jedes dieser beiden B die Ereignisse A1, A2 und A3.
Ein solcher Baum, der hätte ganz anders ausgesehen. Da hätten auch völlig andere Wahrscheinlichkeiten dran gestanden. Aber er hätte dasselbe Zufallsexperiment dargestellt.